willkommen zu einem völlig neuen Projekt Mick and Mac as the Global Gladiators. Ja, ein Retro-Game für das Sega Master System. In der Sega Master System Version. Es gibt, glaube ich, noch eine Amiga und eine Mega Drive Version auf jeden Fall. Die Mega Drive Version, die kenne ich auch. Die ist auch tatsächlich die bessere, aber auch, glaube ich, ein bisschen umfangreicher. Deswegen, und weil ich ja so ein bisschen Master System affin bin, auch auf diesem Channel, zeige ich einfach mal die Master System Version, die ich auch selber besessen habe. Immer noch besitze tatsächlich. Meine Spiele sind ja jetzt wieder in meinem Besitz. Seit Weihnachten letzten Jahres, was ich sehr, sehr cool finde. Und da ist auch Global Gladiators dabei. Und ihr könnt euch sicherlich den Grund vorstellen, warum ich dieses Spiel jetzt zeigen möchte. Aktuell läuft ja auf Pro7 eine Sendung, die Global Gladiators heißt. Und was soll ich sagen? Das inspiriert mich. Das hat mich sofort an die Global Gladiators erinnert, die ich damals hatte als Spiel. Und worum es bei den Global Gladiators überhaupt geht, das erfahrt ihr jetzt. Virgin Games. So jungfräulich sind die gar nicht mehr. Ein schöner Tag in der Gaststätte zum Goldenen M. Stellt euch vor, ihr sitzt da mit eurem Freund und, lest ein paar Comichefte. Wow, die Global Gladiators sind großartig. Ja, ein Gladiator zu sein, wäre echt fantastisch. Und schwuppdiwupp, wer ist denn da? Landandü! Oh mein Gott. Kann man denn nicht mal in Ruhe essen, ohne dass Horrorclowns erscheinen? Ronald McDonald ist völlig wahnsinnig geworden und hat die armen Jungs einfach in das magische Comicheft hineingesogen. Und nun müssen sie die Scheiße ausbaden. Und das tun wir jetzt sofort, nachdem wir hier in den Optionen nochmal unser Kind ausgewählt haben. Wir können wählen zwischen Mick und zwischen Mac. Mick ist der weiße Junge und Mac ist der dunkelhäutige Junge. Wir nehmen mal Mac, weil den finde ich irgendwie cooler. Der hat ein grünes T-Shirt, grün ist die Farbe der Hoffnung und deswegen nehmen wir Mac. Wir können leider nicht wechseln zwischendrin, also wir müssen uns jetzt auf einen Charakter festlegen. Grundsätzlich haben sie beide die gleichen Eigenschaften, es ist nur ein unterschiedlicher Sprite. Okay, starten wir, legen wir los. Slime World, Level 1. Collect 30 Tokens to complete Level. 30 Tokens müssen wir einsammeln. Und 50 für ein Bonusspiel. Und das werden wir natürlich machen. Ich sag's gleich dazu. Ich werde dieses Spiel, bei diesem Spiel werde ich mich ein Stück weit weigern, das Ganze ohne Save-States zu spielen, weil es ist ziemlich arschig an manchen Stellen. Es ist auch nicht unbedingt eines der besten Master System-Spiele und die Steuerung hat so ihre Tücken. Ihr seht, wir können uns hier bewaffnet mit unserem Schleimblaster durch diese Schleimwelt hier schießen. Also sie besteht irgendwie zu 90% alles aus Schleim. Das ist interessant. Der ganze Urwald hier schmilzt irgendwie so ein bisschen. Das ist sehr seltsam. Auch Schleimmonster gibt es hier. Also wir schleimen ein bisschen rum. Wir sind richtige Schleimer. Ja, aber das sind wir Let's Player ja gewohnt. Wir schleimen uns ja dauernd ein. Bei allen möglichen Leuten. Insofern passt das. Ja. Aber das Spiel hat schon seine arschigen Stellen. Problem ist das Gameplay. Ihr seht das wahrscheinlich schon, die Sprungqualitäten. Ihr könnt nicht eben mal nur einen leichten Hüpfer machen, sondern egal wie leicht ich die Taste betätige, er springt schon relativ hoch. Und das macht es bei manchen Stellen sehr, sehr schwer, punktgenau zu landen. Tatsächlich. So, diese M-Symbole. Ich bin noch gar nicht drauf eingegangen. Die Token, die wir einsammeln sollen, ihr habt es wahrscheinlich geahnt, sind diese McDonald's-Symbole. Also ihr seht, nicht nur Schleichwerbung, sondern ganz offenkundige Werbung natürlich für McDonald's. Hatten wir zuletzt, glaube ich, auf diesem Kanal bei Zool tatsächlich 2010, wo die Werbung für Chupa Chups auftaucht in den Levels, in den einzelnen. Also insofern, endlich mal wieder Product Placement hier. Ja, endlich mal wieder Meckes. So, und das ist zum Beispiel so eine Stelle. Ja, genau das meine ich mit den Sprungqualitäten. Es ist relativ schwierig, es ist wirklich relativ schwierig, punktgenau zu springen, punktgenau zu landen. Und das ist immer so eine Stelle, wo ich verzweifle. Ja, weil
Leben sind hier relativ rar gesät. Ihr habt nur 5 und es gibt, glaube ich, soweit ich weiß, auch keine Continues. Und, also weiß ich jetzt nicht mehr genau, tatsächlich, habe ich vergessen. Aber ihr bekommt auch nicht sonderlich viele Leben dazu in den einzelnen Leveln. Insofern will ich natürlich nicht hier schon sonst wie viele verlieren. Muss ja nicht sein. Also wenn wir ein bisschen mit Save States arbeiten. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Ich habe auch nicht die Zeit gehabt, das jetzt sonst wie zu trainieren. Es ist tatsächlich eine relativ spontane Eingebung gewesen, weil halt Global Gladiators auf Pro 7 läuft. Und ich irgendwie gedacht, okay, dann passt das jetzt. Und es ist halt irgendwie, es ist ein Spiel aus meiner Kindheit, trotz allem. Ich gebe ehrlich zu, nicht unbedingt mein Lieblingsspiel. Aber irgendwo, ich habe schon so viele Master System-Spiele aus meiner Kindheit gezeigt. Das gehört irgendwo dazu. Und deswegen, ja, auch wenn es mal kein Klassiker ist in dem Sinne, ist es ein interessantes Spielchen, was man mal zeigen kann. Warum nicht? Und jetzt habe ich irgendwie, ich habe ein bisschen Zeit für ein Mini-Projekt. Das ist jetzt, Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, ist jetzt kurz vor meinem Urlaub. Das passt also. Komm, mach mal, hau mal rein. Hau mal richtig rein hier, so. Wir haben ein Zeitlimit übrigens auch, das seht ihr unten links. Bin ich auch noch nicht so wirklich drauf eingegangen. Shit. Ugh. Und das heißt, wir sollten uns natürlich auch ein bisschen... Boah, und ihr seht es jetzt, das Gesicht von unserem Jungen hier ist ein bisschen bleich geworden. Je bleicher es wird, desto mehr, ja, müssen wir uns Sorgen um seine Gesundheit machen. Viel bleicher darf es ab jetzt nicht mehr werden. Ich glaube, noch ein oder zwei Treffer und dann ist es um uns geschehen. Also der Junge wird immer bleicher, bis er dann anfängt zu blinken und dann war's das. So, 30 haben wir. Wir könnten das Level also schon abschließen. Wir könnten also jetzt zum Ausgang rennen. Aber natürlich wollen wir ja die goldenen, na nicht nur die goldenen Ms, sondern die bunten M&Ms hier natürlich noch einsammeln, dass wir 50 haben. Dass wir hier natürlich auch unser Bonus-Level bekommen, weil die Bonus-Level finde ich tatsächlich, die finde ich cooler als das eigentliche Spiel. Als die eigentlichen Level. Das ist scheiße. So darf ich noch nicht machen. Ich glaube, den sammle ich ein und den... Ah! Ich sagte... Den sammle ich ein und ich glaube, die anderen ignoriere ich. Ist nur die Frage, springe jetzt... Ich glaube, es ist besser, wenn ich rechts runterspringe. Ja, genau. Weil hier ist wirklich an jeder Ecke... Es sind Gegner. Es ist wirklich so. Ihr könnt ja eigentlich... Fast an jedem Pixel könnte ich mit Gegnern rechnen. Das ist relativ schwierig. Die sind teilweise sehr, sehr tricky platziert. Und dann kommen halt noch die Sprungpassagen dazu, die gameplay-technisch nicht so schön gelöst sind. Weil, wie gesagt, die Sprungqualitäten sind sehr eigenartig. Es ist auch, je länger ihr den Stick gedrückt haltet, ihr seht das, desto schneller rennt ihr. Und desto weiter springt ihr dann auch. Das ist immer dann relativ, das ist eine, ja, das ist eine Frage der Präzision. Kann man sich natürlich dran gewöhnen. Logisch, ist immer alles Gewöhnungssache. Ist trotz allem sehr, sehr fragwürdig. Das Prinzip gibt es auch bei Psycho Fox auf dem Master System. Da fand ich es gameplay-technisch allerdings ein bisschen schöner gelöst, muss ich sagen. Da hat mir das besser gefallen mit dem Rennen immer schneller werden und immer weiter springen, so nach dem Boah, weißt du. Hier ist es... Ich wundere mich selbst gerade, dass das zumindest jetzt hier halbwegs geklappt hat, auf diesen Dingern zu landen. Aber das war echt immer meine Achillesferse, auf diesen paar Pixeln zielgenau zu landen mit dieser Steuerung. Ist wie gesagt alles Gewöhnungssache, aber ich finde trotzdem, man hätte es besser machen können. Man hätte es vielleicht auch besser machen müssen. Ein bisschen angenehmer für den Spieler, aber gut. Es ist halt Mick and Mac as the Global Gladiators ist so ein Spiel. Das könnte tatsächlich irgendwo mal bei einem Happy Meal dabei gelegen haben, weil viel mehr ist es eigentlich auch nicht. So, und da ist Ronald McDonald, der erste Boss. Nein, natürlich nicht. Ronald McDonald ist uns gut gesinnt. Er ist völlig wahnsinnig geworden. Er macht seinen völlig wahnsinnig geworden Dance. Ja, er sagt, dass wir 52 haben und darüber freut er sich so sehr, dass er uns mit weiteren Ms belohnt. Cool, damit haben wir es geschafft und damit haben wir das Bonuslevel freigeschaltet. Und dabei geht es um Folgendes. Bewege dein Kind nach links und rechts, um den fallenden Müll aufzusammeln. Positioniere dich vor einem der Mülleimer und, ja, press irgendeinen Knopf, um den Müll dort reinzuwerfen. Ja, die Mülleimer sind markiert.
um dir zu zeigen, welche Art Müll dort rein darf. Ja, und natürlich darfst du dann natürlich nur in den richtigen reinwerfen, darfst nicht in den falschen reinwerfen und du darfst nur ein Müllstück auf einmal tragen. Ja, das Level endet, wenn ein Stück Müll auf dem Boden landet, also das dotzt irgendwie 2-3 Mal auf und wenn du es dann immer noch nicht gefangen hast, dann ist das Bonuslevel beendet. Und als ob das noch nicht schlimm genug wäre, watch out for the Anvils. Ambosse fallen wohl auch noch auf uns herab. Habe ich auch noch gar nicht gesehen, so wirklich. Ist mir noch nicht aufgefallen, sagen wir es mal so. Aber vielleicht treffen wir sie jetzt mal. So, wir pressen die Any-Key-Taste und legen los. So's. Okay, Glas ist daneben. Das war knapp. Glas ist hier neben. Wieder Glas. Oh mein Gott, so viel Glas. Oh, da haben wir mal Papier. Die Leute lesen ab und zu auch mal was. So, Dose haben wir hier. Glas haben wir hier. So, und wieder Dose. Und wieder Glas. Und wieder Glas. Und, oh mein Gott, das sind keine Boni. Das ist eher ablenkend. Das ist eher störend. Hört auf damit. Ich brauche keine Boni hier. Das ist eher ablenkend. Ich glaube, das soll auch ablenkend gedacht sein. Du bekommst zwar Punkte, aber es ist mehr eine Ablenkung. So, komm, 20. 20 machen wir voll, oder? Ihr werft irgendwie mehr Glas weg als alles andere. Kann das sein? Von Altpapier haltet ihr noch nicht so wirklich was. Ah, da haben wir mal Altpapier. Yay! Und noch mehr Altpapier. Und kaum sage ich's, kommt's. So. So, Dosen, Altpapier. Ja, jetzt variiert's mal ein bisschen. So, wunderbar. Ah, und jetzt kommt das Altpapier. Eine Zeitung nach der anderen wegschmeißt. Was? Jetzt war ich kurz durcheinander. Und wir haben ein Leben. Jetzt bin ich komplett raus gewesen auf einmal. Das Leben hat mich jetzt abgelenkt. Auf einmal war da dieser Mac-Kopf. Wir haben ein extra Leben bekommen. Hey, cool. Und damit sind wir immer noch in der Slime World. Level 2. Sammle 40 Tokens ein, um das Level zu komplettieren und weitere 50 für das Bonuslevel. Das machen wir doch auch sofort. Ja, ich freue mich. Ich freue mich in Ast. Hier schmilzt alles. Warum besteht hier alles aus Schleim? Wahrscheinlich, weil es die Schleimwelt ist. Das würde Sinn machen. Nein, doch. Also, denke ich mal. Wenn es die Schleimwelt ist, dass hier alles aus Schleim besteht. Ich glaube, das macht Sinn. Ich bin echt ein ganz schöner Schleimer heute, ne? Unfassbar. Aber wie gesagt, ihr seid ja gewohnt von mir. Darf ich da runterspringen? Ich habe ein bisschen Angst. Ich springe einfach mal. Springen! Ihr könnt zum Glück immer so ein bisschen nach unten gucken. Aber meistens bringt das nichts. Meistens seht ihr trotzdem nicht die Plattform, die unten drunter ist. Okay. Gut. Du da oben. Du Mean Bean Machine. Wenn ich hochguck, triffst du mich natürlich auf einmal mit deinem Schleim. Du bist ein fieser Penner. So, okay. Die Mean Bean Machine lassen wir dann mal. Dann kümmere ich mich halt um andere güldene Ems. Naja, das sind ja nicht alle golden. Blau und grün sind sie auch. Die sind blau und grün geschlagen worden von Ronald McDonald. Ja, so kennen wir ihn. So, hier ist jetzt zum Beispiel so eine Stelle. Wir können ja nicht besonders weit nach unten gucken. Und das impliziert oft... Ja, richtig, dass es hier nicht weitergeht. Dass dort ein Abgrund wäre, in den ihr sehr, sehr leicht reinhüpfen könnt. Ja, wenn ihr nicht weit nach unten gucken könnt, ist dort immer ein Abgrund. Dann geht es da nicht weiter. Das ist logisch, oder? So, ich muss jetzt auch nicht erklären, als wäre das ein Spiel für Vierjährige. Oder als würden jetzt nur Vierjährige hier zugucken. So. Ach ja. Mal wieder Master System Action. Hatten wir zuletzt bei Master of Darkness. Das ist jetzt, glaube ich, auch schon wieder 3 Monate oder so her. Ich weiß gar nicht. Master of Darkness müsste so ziemlich Februar gewesen sein. Also sogar schon länger als 3 Monate dann. Das Master System war 2010 so ein fester Bestandteil dieses Kanals und ist in den Folgejahren dann nicht mehr so häufig präsent gewesen. Aber es haben sich doch in der Zeit einige Projekte angesammelt, muss man ja wirklich sagen. Und ich liebe Eugel auch tatsächlich so damit, hauptsächlich aus Zeitgründen, dass ab 2018, wenn ich so mit den Wunschprojekten, sage ich jetzt mal, so durch bin, die noch so kommen. Ui.
dass ich dann vielleicht wirklich verstärkt wieder auf Retro und dann verstärkt auf kürzere Projekte gehe. Und da würde sich halt echt, da würden sich die Master System-Spiele echt anbieten. Da gibt es auch tatsächlich noch einiges, was ich gerne zeigen würde. Also wie gesagt, Psycho Fox hatte ich jetzt schon angesprochen. Das wäre vielleicht wirklich was, was ich gerne mal zeigen würde. Vielleicht auch mal den ein oder anderen Hack von Sonic 2 noch, der mir so einfällt. Es gibt auch noch einen Wonderboy in Monsterland Hack, den ich auch ganz gerne nochmal zeigen würde. Der, also auch wieder ein Sprite-Hack wie Sonic Boy, nur ich glaube mit Mega Man. Und lauter solche Geschichten. Also Master System technisch würde mir noch sehr, sehr viel einfallen. Auch für den C64. Und ich glaube, 2018 könnte, je nachdem, was natürlich auch für Neuerscheinungen kommen, wo ich dann auf die Idee komme, die eventuell noch zu zeigen, aber könnte tatsächlich seit langer Zeit mal wieder so ein richtiges Retro-Jahr werden auf diesem Kanal. Natürlich auch, weiß ich auch, dass damit längst nicht jeder was anfangen kann hier. Aber ich glaube, damit würde ich mich tatsächlich relativ wohlfühlen. Und Mick and Mac wäre jetzt doch mal so ein Auftakt. Wie gesagt, dieses Jahr wahrscheinlich eher kein großer Fokus auf Retro-Projekten mehr liegen. Weil ich, wie gesagt, da ja noch eure Wunschprojekte habe, da wird noch einiges an Zeit dann natürlich in Anspruch genommen werden. Und dann will ich natürlich auch gucken, was erscheint denn noch so für die Nintendo Switch. Dann kommt noch Splatoon 2, was ja auch auf jeden Fall gezeigt wird. Und ich habe ein bisschen Angst vor dem, was der Typ da oben jetzt macht. Kann ich nicht? Oh Gott. Also, ich kann natürlich den Schleim nicht geradeaus nach oben schießen. Das wäre jetzt praktisch gewesen. Ach. Ich will doch einfach nur die Ems. Ah, wenn ich ganz am Rand stehen bleibe, könnte ich ihn vielleicht kriegen. Ich glaube, so weit ist seine Reichweite nicht. Ha! Du hast kaum Reichweite, wie Hawk. Ja. Also mal wieder so ein richtiges Retro-Jahr. Nur dieses Jahr, glaube ich, bleibe ich tatsächlich noch so ein bisschen auf. Zum einen, wie gesagt, bei euren Wunschprojekten, zum anderen bei, vielleicht tatsächlich noch ein bisschen bei Neuerscheinungen. Gerade für die Switch würde mich das sehr reizen. So, jetzt gehen wir das erste Mal drauf. Aber das passt, weil wir haben ja mit dem Pfeil gerade einen Checkpoint aktiviert. Also wir haben jetzt nicht wirklich was verloren. Ich glaube, sie sind hier auch noch relativ fair in den ersten Level, was die M-Symbole angeht. Also da haben wir jetzt, denke ich, keine großen Probleme, dass wir jetzt hier auf 50 kommen. Selbst wenn wir jetzt hier einige auslassen. Schwebst du in der Luft? Wieso schwebst du in der Luft? Wieso kannst du da... Oh, da oben ist noch ein... ein Mac. Ja, leck mich. Fleetwood Mac ist hier auch. Uhu! Ein Mac-Symbol. Mac mich am Arsch. Was? Egal. Okay. Schitterisch. Ich will aber da oben alles extra leben. Ah. Okay, wir machen das jetzt so lange. Ich komme auch so dran. Okay, ich muss diesen komischen Schleimeimer da gar nicht nutzen. Okay, dann passt's ja. So, 13 fehlen noch. Wo mögen sie sein? 12 Stück noch einsammeln. Aber das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das werden wir. Das Level machen wir noch kurz fertig und dann werden wir den Part auch beenden. Ist auch eigentlich, denke ich, als Ersteindruck zu Mick and Mac as the Global Gladiators. Ist auch ganz okay. Hauptsache, wir haben mal Global Gladiators gezeigt. Das wahre Global Gladiators. Pro7 hat das von diesem Spiel geklaut. Auf jeden Fall, die Inspiration. Ja. Kam auf jeden Fall aus diesem Spiel. Deswegen ist auch Oliver Pocher dabei, weil wer ist schleimiger als Oliver Pocher? Ja. Oliver Pocher verkörpert quasi die Schleimwelt hier aus diesem Spiel. Das haben sie schon geschickt gemacht. Oh Gott. Oh, da unten freut sich schon der Ronald. Der alte McDonald. Und das heißt, wir brauchen noch Ems. Drei Stück noch. So, jetzt noch zwei. Die sind hoffentlich jetzt hier auf dem Weg. Schleimbox, geh mal weg hier. Mean Bean Machine meine ich natürlich. Das ist Dr. Robotniks Mean Bean Machine. Komm, ich brauche doch nur noch zwei. Ah, da sind sie doch. Danke, geht doch. Und es ist sogar kein Abgrund darüber. Das ist praktisch. Ich nehme jetzt hier einfach mal den Checkpoint noch mit.
Ich darf mich jetzt auch nicht mehr so wirklich treffen lassen. So, okay, und jetzt rennen wir, jetzt düsen wir, weil wir haben den Part überzogen. 20-Minuten-Regel, wuhu! Wir düsen hier los. Wir düsen zu Ronald McDonald. I'm Ronald McDonald Trump and I approve this message. Okay. Und damit haben wir ein Bonus-Level freigeschaltet. Aber worum es sich dabei handelt, was wir für verruchte Sachen tun müssen, das erfahrt ihr im nächsten Part von Global Gladiators.